Wir besuchen eine Familie des 18. Jahrhunderts, des Barock. Graf Nikolaus VIII. Palfi von Erdöd. Ein politisch sehr einflussreicher und wichtiger Vertreter des Hochadels in dem großen habsburgischen Reich, der mit diesem Familienbildnis, das er bei einem der führenden Maler des Hofes der Familie Habsburg in Auftrag gibt. Der Künstler, der bereits für Karl den VI., für den Vater Maria Theresias, der Erzherzogin, der ersten und einzigen weiblichen Herrscherin des Hauses Habsburg, diente und als Hofmaler sehr erfolgreich war, er wird von Maria Theresia quasi geerbt werden und sie schätzt ihn durchaus als Hofmaler auch sehr. Die Zeitungen werden immer wieder berichten, dass Maria Theresia angeblich ganze Nachmittage im hochrepräsentativen Atelier dieses Martin van Meitens des Jüngeren zubringt. Wir können getrost davon ausgehen, dies war nicht der Fall. Aber das Wiener Diarium hat damals bereits, wie viele Medien auch heute, auf Prominenz gesetzt und dem Künstler damit durchaus auch einen Dienst erwiesen, indem diese Erzählung in die Welt gesetzt wurde. Martin van Meitens der Jüngere stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater ist bereits für den schwedischen Königshof als offizieller Hofmaler tätig. Ursprünglich kam die Familie, wie der Name schon verrät, aus den Niederlanden. Und damit ist die Maltradition, dieses Feinmalerische, die Perfektion der sogenannten austreibenden Malweise, wie sie im Barock zu erleben und zu sehen ist, hier in einer besonders schönen und plastischen Form für unser Auge dargeboten. Nun, wenn wir das Bild näher betrachten, dann sehen wir das Ehepaar, nämlich Nikolaus Palfi von Erdöd mit seiner Ehefrau Maria Anna Sidonia, eine geborene Altan, mit 5 der 8 Kindern. Herausragend interessant, es ist kein Familienidyll im Sinne moderner Selbstdarstellung, sondern ein hochrepräsentatives Familienporträt, das schlicht und ergreifend dazu dient, die Bedeutsamkeit, die epochale Größe dieser Familie in den Vordergrund zu rücken. Und in diesem Zusammenhang dienen die Kinder selbstverständlich lediglich als Stammhalterinnen und Stammhalter. Vor allem der älteste Sohn, der hier in seiner Jagdkleidung dargestellt ist, Karl Hieronymus Palfi von Erdöd, für unser Auge ein bisschen exaltiert und sonderbar, der Gestus, die Haltung, man könnte fast meinen, eine Darstellung eines Vertreters der Gay-Bewegung, nun weit gefehlt. Im Selbstverständnis der von Emotion getragenen Darstellung mit der großen Geste, die zuweilen ein wenig übersteigert für unser heutiges Auge wirkt, zeigt uns dieser älteste Sohn der Familie Palfi von Erdöd, also der Stammhalter, Bedeutsamkeit. Auch der Gestus, diese eigenartige Handhaltung, mit der er die Jagdwaffe am Rücken arretiert, mit den 3 Fingern, die gereckt sind, demonstriert der älteste Sohn der Familie Bildung. Mit den 3 Fingern werden die 3 Äpfel, die die Geschichte aus der Antike, die Hesperiden, berührt und benennt, zitiert. Damit ein wichtiges Demonstrieren von Bildung für die Betrachterin, den Betrachter dieses Werkes, aus der Zeit, in der ein Vertreter des Hochadels selbstverständlich als männlicher Spross die Grand Tour absolviert und eine klassische Bildung genießt. Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Eine ganz klassische Komposition, die Martin van Meitens der Jüngere hier präsentiert, im riesengroßen, hochrepräsentativen Format. Ein Fürstenporträt. Wir blicken aus der Untersicht auf diese 7 Figuren und erleben in der Materialität
von Samt und Seide, von Goldbrokat und all den Preziosen, jedes Detail bis hin zum Stamm der alten Eiche und diesem sonderbar ins Geäst des altwerdenden Baumes hineingeschlungenen Baldachin, stehen für höfische Größe, für dynastische Dimensionen, für eine sehr, sehr alte Familie, die in diesem Habsburgerreich eine bedeutende Rolle spielt. Die Landschaft im Hintergrund, eine arkadische, idealisierte, trägt lediglich dazu noch bei. Vor allem aber die perfekten Gesichter, geklättet, mit einer wächsernen, makellosen Haut dargestellt, zeigen uns diese bedeutsame Familie von elegischer Schönheit, ist nicht irgendeine, sondern eine wichtige. Und dann entzückende Details, die durchaus pragmatisch eingesetzt werden, wie die Jagdhunde, die hier zu Füßen des Ältesten der Kinder lagern und ruhen. Sie stehen lediglich als Symbol für die Treue des Bürgers dem Kaiser gegenüber. Franziska, die kleine Tochter, die das Lämmchen mit Grashelmchen füttert, das Lamm als Symbol für die Treue des Bürgers, der sich selbstverständlich gerne dem Herrscher unterwirft. Entdecken auch Sie jedes der Details, die in der Perfektion der austreibenden Malweise gezeigt werden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der Österreichischen Galerie Belvedere.